Hey ihr Lieben, hier ist wieder euer Jörn und heute machen wir bei Edeka vegane Bratwurst. Dazu bereiten wir zunächst die Masse für die vegane Bratwurst zu und garen diese. Dann kümmern wir uns um die Kartoffeln für den Kartoffelsalat und grillen anschließend den Mais und die Bratwurst auf dem Grill. Auf geht's! Da meine veganen Bratwürstchen vor dem Grillen gedämpft werden müssen, habe ich mir auf meinen Seitenkocher einen Dampfgarer mit Wasser gestellt. Ich starte jetzt also den Seitenkocher und lasse das Wasser heiß werden. Für meine vegane Wurstmasse brauche ich als erstes 3 Esslöffel Chiasamen. Die gebe ich in einen Mörser und werde sie jetzt erstmal ordentlich durchmörsern. Zum Binden der Masse verwende ich natürlich kein Ei, sondern die Chiasamen. Die Chiasamen enthalten wie Ei Protein und Fett und sorgen dafür, dass die Bratwurst nach dem Dämpfen richtig gut zusammenhält. Die gemörserten Chiasamen gebe ich jetzt in 60 ml kaltes Wasser und lasse sie da quellen. Als nächstes nehme ich eine Dose weiße Bohnen und lasse die in einem Sieb abtropfen. Für eine würzigere und etwas dunklere vegane Bratwurst könnt ihr die weißen Bohnen einfach durch schwarze Bohnen ersetzen. Als nächstes benötige ich eine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Beides wird fein gehackt. Die Zwiebeln fülle ich mir in ein kleines Gefäß um. Die 2 Knoblauchzehen werden dann geschält und auch fein gehackt. Den Knoblauch gebe ich ebenfalls in die Schale. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen möchtet, hier habe ich euch das Rezept in der Infocard verlinkt. Schaut da sehr gerne vorbei. Abonniert auch den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt benötige ich 100 Gramm zarte Haferflocken. Die wiege ich mir hier gerade auf der Waage ab. Weiter geht es mit 60 Gramm Walnusskernen. Auch die werden abgewogen. Das Ganze wird jetzt mit einem Blitzhacker kurz zerkleinert, nicht zu fein. Jetzt kommen die abgetropften Bohnen und der Chia-Pudding mit in den Mixtopf. Schaut mal, wie das abgebunden hat. Da bekommt unsere Bratwurst auf jeden Fall die richtige Konsistenz. Jetzt wird das Ganze stoßweise durchgemixt. Sollte die Masse zu trocken sein, könnt ihr gerne noch mit 2 bis 3 Esslöffeln von dem Bohnenwasser nachhelfen. Durchgemixt sollte das Ganze dann so aussehen. Die Konsistenz ist perfekt. Die Masse fülle ich mir jetzt in eine Schüssel um. Jetzt gebe ich Zwiebeln und Knoblauch mit an die Masse. Einen Esslöffel Senf sowie 1 Esslöffel Tomatenmark. Als nächstes kommen 2 Esslöffel Sojasauce mit an meine vegane Wurstmasse. Jetzt kommen die Gewürze. Ich habe hier 2 Teelöffel Zwiebelpulver. 2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Majoran und 1/2 Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel. Jetzt fehlt noch etwas Pfeffer sowie ca. 1 Teelöffel Salz. Beim Würzen der veganen Bratwurstmasse ruhig kräftig würzen und nicht an den Gewürzen sparen. Die Wurst soll richtig kräftig schmecken und wer es etwas schärfer mag, der verwendet noch ein paar Chiliflocken. Jetzt ist Handarbeit angesagt, jetzt wird die Wurstmasse verknetet. Die Masse für die veganen Bratwürstchen teile ich mir jetzt in 8 Portionen. Dazu forme ich einfach ein paar Bällchen. Die Bällchen forme ich mir jetzt zu den Bratwürsten. Dafür einfach mit den Händen reiben und dann in das Stück Backpapier legen, einschlagen, aufrollen und dann das Päckchen wie ein Bonbon zusammendrehen. Das Wasser im Dampfgarer kocht und darin werden die Päckchen jetzt für 35 Minuten gedämpft. Deckel drauf und los geht's. Das Dämpfen könnt ihr natürlich schon am Tag vorher machen. Durchgegart halten sich die Bratwürste locker 3 bis 5 Tage im Kühlschrank. Meine veganen Bratwürste sind fertig gedämpft. Der Aufsatz kann runter vom Grill. Die Würste lasse ich jetzt komplett auskühlen. In der Zwischenzeit starten wir mit dem Kartoffelsalat. Ich habe hier 1 Kilo Kartoffeln vorgekocht und geschält. Achtet darauf, dass ihr festkochende Kartoffeln für einen Kartoffelsalat verwendet, sonst fallen sie euch auseinander. Die Kartoffeln werden jetzt einfach grob gewürfelt. Die fülle ich mir dann in eine große Schale um. Das Dressing für den Kartoffelsalat werde ich auf meinem Seitenkocher erwärmen. Dafür starte ich den gerade und gebe 2 Esslöffel Rapsöl in den Topf. Während das Öl warm wird, schneide ich mir 1 Bund Frühlingszwiebeln in feine Röllchen. Diese werden dann in dem heißen Öl angeschwitzt. Das Ganze geht ziemlich flott. Wir wollen die Frühlingszwiebeln nur andünsten und nicht anrösten. Jetzt löse ich mir 1 Teelöffel Gemüsebrühe in 250 ml Wasser auf und lösche damit die Frühlingszwiebeln ab. Jetzt benötige ich 50 ml Weißweinessig und dieser kommt natürlich auch mit in den Topf. Nachdem das Ganze kurz aufgekocht ist, kann ich den Brenner ausmachen, den Topf vom Grill nehmen. Für das Dressing benötige ich jetzt noch 2 Teelöffel Senf und schmecke das Ganze noch mit einer Prise Zucker sowie etwas Salz und Pfeffer ab. Jetzt alles noch mal kurz verrühren und dann das noch heiße Dressing an die Kartoffeln geben. Jetzt alles einmal kurz durchmengen
Und jetzt den Kartoffelsalat für 30 Minuten durchziehen lassen. Zeit, meinen Grill vorzuheizen. Wir brauchen richtig viel Hitze. Deswegen mache ich mir 3 Brenner an. Damit wir hier einen großen, direkten Bereich haben, wo wir gleich richtig Hitze haben für die veganen Bratwürste. Und dann grillen wir noch ein bisschen Mais. Das wird großartig. Zum Vorheizen natürlich den Deckel zu. Für meinen Kartoffelsalat brauche ich jetzt noch eine Mini-Gurke. Die schneide ich mir einfach in kleine Viertel. Die Gurke kommt dann zu dem schon leicht abgekühlten Kartoffelsalat. Weiter geht es mit einem Bund Radieschen. Die Radieschen werden geputzt und in Viertel geschnitten. Kartoffelsalat ist ja eine super variable Geschichte. Welche Zutaten gebt ihr an euren Kartoffelsalat? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Die geviertelten Radieschen gebe ich mit an den Kartoffelsalat. Für ein klein bisschen Schärfe habe ich hier noch ein Beet Kresse. Das nehme ich gerade einfach mit dem Messer ab. Und gebe es mit an den Kartoffelsalat. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Kopfsalat gewaschen und zerpflückt und gebe ihn mit an den Kartoffelsalat. Zum Schluss kommen jetzt noch 4 Esslöffel Rapsöl. Das wird mit etwas Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Jetzt wird alles miteinander vermengt. Alles vorsichtig unterheben. Die veganen Bratwürste sind inzwischen abgekühlt und ausgepackt. Die sehen super aus. Das tut auch der Kartoffelsalat. Absolut fantastisch. Der Grill ist vorgeheizt und da geht es jetzt weiter. Damit mir nichts am Grillrost anklebt, werde ich ihn kurz mit ein wenig Rapsöl einpinseln. Wenn es ein paar Flammen gibt, nicht erschrecken, die sind sofort wieder weg. Hier habe ich 4 vorgegarte Maiskolben. Die werden jetzt einfach gerade bei direkter Hitze scharf angegrillt. Die Maiskolben brauchen auf dem Grill so 10 bis 15 Minuten, dabei gelegentlich wenden. Und jetzt mache ich erstmal den Deckel zu. Nach 3 Minuten ist es mal Zeit, den Mais ein klein wenig zu drehen. Einfach nur eine Vierteldrehung weiterdrehen. Und ihr seht, er kriegt schon sein Grillmuster. Das ist genau das, wo wir hin möchten. Und jetzt habe ich meine vegane Bratwurst. Die kommt jetzt auf den Grill. Die braucht jetzt so gute 8 Minuten, dabei natürlich auch regelmäßig wenden und erstmal den Deckel zu. 3 Minuten später wird die vegane Bratwurst dann gedreht. Oh, guck mal, die hat schon richtig Röstaromen gekriegt. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Natürlich wird der Mais auch weiter gedreht. Der sieht mit jeder Drehung schön aus. Und dann mache ich den Deckel wieder zu. Die vegane Bratwurst ist gegrillt. Jetzt kann der Grillabend starten. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier habe ich euch weitere Videos verlinkt. Schaut da sehr gerne vorbei und abonniert natürlich auch den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das war's für dieses Mal. Bis bald, euer Jörn.